Jetzt haben wir die Freude, den Nachmittag einzuläuten, und zwar mit ein paar Perspektiven aus der Wissenschaft. Und wir beginnen diesen wissenschaftlichen Part mit dem Input von Nadia Braun-Binder. Nadia, herzlich willkommen. Nadia ist Professorin für öffentliches Recht an der Juristischen Fakultät der Universität Basel. Sie war zuvor Assistenzprofessorin an der Universität Zürich und Leiterin der Sektion Recht an der Schweizerischen Bundeskanzlei. Und Nadia wird uns heute auch natürlich zum Thema KI etwas berichten. Und zwar wird sie Fragen aus Sicht von Rechtsetzung und Rechtsanwendung mit uns diskutieren. Wir freuen uns, Nadia. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank den OrganisatorInnen für die Einladung. Danke für den Timer. Ich freue mich, hier in diesem Großratssaal mit Ihnen über rechtliche Fragen diskutieren zu können. Es geht um Fragen aus Sicht von Rechtsetzung und Rechtsanwendung, und ich wurde im Vorfeld gebeten, mich auf drei Fragen zu konzentrieren. Es mag so erscheinen, als würden die nichts miteinander zu tun haben, aber mein Ziel wäre es, dass wir dann am Ende dieses Blocks oder meines Vortrages zumindest sehen, dass das eine doch immer auch mit dem anderen zusammenhängt. Es sind Fragen, die sich vielleicht so oder anders in der Praxis, in der öffentlichen Verwaltung stellen. Die erste Frage geht dahin, ja, wo braucht es denn überhaupt neue Rechtsgrundlagen? Ich meine, heute Vormittag, das war ja schon der Steilpass, die letzte Frage. Ich werde nicht auf den Kanton Aargau eingehen, sondern ich werde eher aus bundesrechtlicher Optik vortragen. Natürlich können Sie analoge Überlegungen auch für die Kantone heranziehen. Dann die nächste Frage, die sich in der Praxis auch immer stellt: Was ist heute schon möglich? Und ich meine, im Prinzip haben Sie den ganzen Vormittag schon gehört, was heute jedenfalls praktisch möglich ist. Bei mir wird der Fokus eher darauf liegen, was ist rechtlich schon möglich. Und zu guter Letzt, die dritte Frage lautet ja, in welcher Beziehung steht denn KI zu automatisierten Einzelentscheiden? Das spielt auf diese Revision des Datenschutzgesetzes ab, die wir im Moment auf Bundesebene haben bzw. gehabt haben, die noch nicht in Kraft ist, wo eine Bestimmung jetzt automatisierte Einzelentscheide regelt und häufig in Diskussionen gesagt wird, ja, damit haben wir aber schon irgendwie etwas zu KI auf Bundesebene geregelt. Und ich schüttle dann immer in den Diskussionen den Kopf, und ich will heute erläutern, warum ich den Kopf schüttle. Also, vorneweg als gute Rechtswissenschaftlerin der Disclaimer, das sind allgemeine Ausführungen. Natürlich kann es im konkreten Einzelfall dann unterschiedliche Beurteilungen, zusätzliche Aspekte geben, die zu berücksichtigen sind. Für die erste Frage, wann oder warum braucht es neue Rechtsgrundlagen, wenn die öffentliche Verwaltung oder wenn der Staat tätig wird? Als Öffrechtlerin fällt der Blick dabei in die Bundesverfassung, und der allererste und auch der wichtigste Anknüpfungspunkt ist das Legalitätsprinzip. Staatliches Handeln basiert auf Recht und kann nur im Rahmen des Rechts stattfinden. Das heißt, wir brauchen gewisse Rechtsgrundlagen, damit der Staat überhaupt hoheitlich tätig werden darf. Aus dem Legalitätsprinzip leitet man ganz konkret Anforderungen an die Normdichte und an die Normstufe ab. Normstufe meint dabei die Frage, auf welcher Stufe ist die Norm zu verankern. Sprich, brauchen wir ein Gesetz, das hier im Grossratssaal, also von der Legislative, verabschiedet wird und später dem Referendum oder dem fakultativen Referendum unterstellt wird? Oder reicht es, wenn die Exekutive auf Verordnungsstufe eine Grundlage schafft? Das betrifft die Normstufe. Die Normdichte, damit ist gemeint, ja, was genau muss im Gesetz geregelt sein? Wie konkret muss die Anforderung ausgestaltet sein? Das Legalitätsprinzip beantwortet diese Frage nicht abschließend. Und überhaupt, wenn Sie die Verfassung durchblättern, erhalten Sie nicht eine wortlautgenaue Anleitung, wann in welchem Bereich welche Normstufe und welche Normdichte erforderlich ist. Das hängt vom konkreten Anwendungsbereich ab. Die Verfassung gibt gewisse Eckpunkte vor,
die dabei zu berücksichtigen sind. Ein ganz, ganz wichtiger Eckpunkt, der auch im Kontext von KI immer wieder herangezogen wird, ist die Frage der Einschränkung von Grundrechten. Die Bundesverfassung sagt nämlich, wenn es um die Einschränkung von Grundrechten geht, brauchen wir dafür eine gesetzliche Grundlage. Wir brauchen noch mehr, ja, es muss noch ein öffentliches Interesse damit verfolgt werden, es muss noch verhältnismäßig sein, aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine gesetzliche Grundlage. Hier meint die Verfassung interessanterweise nicht unbedingt ein Gesetz im formellen Sinn. Auch hier kann es unter Umständen auf Verordnungsstufe ausreichen. In Satz 2 von Artikel 36 Absatz 1 sagt die Verfassung aber, für schwere Grundrechtseingriffe brauchen wir auf jeden Fall eine Grundlage in einem formellen Gesetz. Die Verfassung gibt uns dann noch weitere Hinweise für die Bundesebene. Wichtige rechtssetzende Bestimmungen sind im formellen Gesetz zu erlassen, spricht damit ausdrücklich die Normstufe an. Diese Bestimmung kann aber auch herangezogen werden oder häufig ist es parallel dazu, was an Normdichte verlangt wird. Wenn wir es mit wichtigen Bestimmungen zu tun haben, ist die Anforderung an die Normdichte höher und ist auch die Anforderung an die Normstufe entsprechend, dass es ein formelles Gesetz sein muss. Aber auch hier wieder, es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ja, was ist wichtig? Das sagt die Verfassung nicht pauschal. Wir haben dann einen Katalog, der nicht abschließend ist, der uns gewisse Leitlinien vorgibt. So werden etwa vorgegeben, dass Einschränkungen verfassungsmäßiger Rechte bzw. die Rechte und Pflichten von Personen in einem formellen Gesetz zu verankern sind. Dazu zählen die bereits angetroffenen Grundrechtseinschränkungen. Man kann jetzt sich fragen, warum teilt man das hier in zwei Dinge? Das ist noch ein bisschen weiter gefasst, aber im Großen und Ganzen geht es darum, wenn zum Beispiel die Verfahrensgrundrechte beeinträchtigt werden, dann brauchen wir hierfür eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn. Und gerade die Verfahrensgrundrechte, darum nenne ich die hier, die umfassen zum Beispiel den Anspruch auf rechtliches Gehör oder den Anspruch darauf, dass rechtsstaatliche Entscheidungen begründet werden müssen und hinreichend begründet werden müssen. Genau diese Punkte sind beim Einsatz von KI nicht ganz unbedeutend. Je nachdem, wo und wie KI in staatlichen Verfahren eingesetzt wird, führt das nämlich zu einer Automatisierung eines Verfahrens, die so stark ist, so weit vorangeschritten ist, dass die betroffene Person sich eben nicht mehr mündlich dazu äußern kann. Oder dass die Begründung nicht mehr so gemacht werden kann, wie sie gemacht würde, wenn ein Mensch alleine entscheiden würde. Also diese Thematik kann dazu führen, dass wir eben eine Grundlage in einem formellen Gesetz brauchen. Ergo müssen wir neue Rechtsgrundlagen schaffen. Dasselbe gilt auch für die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. Also wenn Sie etwa gelesen haben, dass im Europarat eine Behörde gefordert wird oder eine Organisation gefordert wird in den Mitgliedstaaten, die dann letztendlich die Algorithmen oder die KI kontrolliert, wenn man so eine Behörde schaffen wollen würde für die Schweiz und das nicht eine bestehende Behörde wäre, müsste man das auf jeden Fall in einem Gesetz im formellen Sinn verankern. Auch wenn man eine bestehende Behörde mit dieser neuen Aufgabe betraut, bedarf das meines Erachtens einer Anpassung der Gesetze im formellen Sinn. Gut. Sie sehen also, die Perspektive einer Öffrechtlerin ist eigentlich top-down. Ich schaue in die Verfassung, wo steht hier, wann ich welche Rechtsgrundlage brauche und lege dann entsprechend aus, je nachdem, in welchem Bereich ich KI einsetze. Es gibt noch eine weitere Bestimmung, die hier von Bedeutung ist. Es ist nicht die letzte, aber ich denke, sie ist unmittelbar einleuchtend, wenn es um die Bearbeitung von Personendaten geht. Dann haben wir einerseits die Argumentation über das verfassungsrechtliche Legalitätsprinzip, aber andererseits gibt es auch im Datenschutzrecht selbst noch eine Konkretisierung. Wenn Bundesorgane Personendaten bearbeiten, dann brauchen sie hierfür eine gesetzliche Grundlage, formelles Gesetz oder Verordnung.
Ein Gesetz im formellen Sinn ist aber zwingend erforderlich, wenn in den Fällen nach Absatz 2, wenn es zum Beispiel um die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten geht, wenn es sich um ein Profiling handelt oder wenn der Bearbeitungszweck oder die Art und Weise der Datenbearbeitung zu einem schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person führen. Es gibt dann in den Absätzen 3 und 4 noch wieder Ausnahmen, auch hierzu, zu diesem Absatz 2. Aber Sie sehen auch hier eigentlich dieselbe Denkweise, wie wir sie schon in der Verfassung gesehen haben, wenn es um die Bearbeitung von Personendaten geht, brauchen wir eine Rechtsgrundlage. Was ist heute schon möglich? Ich möchte an dieser Stelle vor allem 2 Punkte adressieren. Der erste Punkt ist das Stichwort Pilotversuche. Und der zweite Punkt sind dann die Themen, die heute Vormittag eigentlich schon diskutiert wurden, nämlich die Praxisfälle oder die Prototypen, die heute in der öffentlichen Verwaltung entwickelt werden. Mit Blick auf Pilotversuche gibt es 2 Bestimmungen, die mittelfristig für die Bundesebene von Bedeutung sind. Das eine ist Artikel 15 des MBAG. Das MBAG ist inzwischen verabschiedet, es ist noch nicht in Kraft gesetzt, aber das wird kommen, dass es erlaubt, Pilotversuche durchzuführen und zu diesem Zweck von gesetzlichen Grundlagen oder von Anforderungen, die in Gesetzen verankert sind, teilweise abzuweichen, unter verschiedenen Voraussetzungen. Dazu zählt unter anderem, dass diese Pilotversuche zeitlich befristet sind. 2 Jahre, allenfalls verlängerbar. Zweitens sollen mit Hilfe dieser Pilotversuche Erkenntnisse gewonnen werden, die wiederum in ein Rechtsetzungsprojekt einfließen können. Also man ist sich bewusst, man muss Rechtsgrundlagen schaffen, aber die technische Entwicklung, und das wissen Sie viel besser als ich, ja, die ist in einem Stadium. Wir verstehen sie vielleicht in der Rechtsetzung noch nicht so genau. Wir müssen zunächst einmal schauen, ja, worum geht es, was sind die Vor- und Nachteile oder kann überhaupt ein Effizienzgewinn mit einer bestimmten technologischen Herangehensweise verwirklicht werden. Und es macht ja keinen Sinn, zuerst das Rechtsetzungsverfahren in Angriff zu nehmen, nur um dann 2 Jahre später zu merken, ja nein, mit diesem System kommen wir gar nicht zum Ziel. Also macht es Sinn, hier parallel Versuchsmöglichkeiten zu eröffnen. Von den Anforderungen in den Bereichen Datenschutz, Informationsschutz und IKT-Sicherheit darf ein bisschen abgewichen werden, aber trotzdem sind die rechtsstaatlichen Anforderungen sicherzustellen. Wir können den Datenschutz nicht umgehen über diese Pilotbestimmung. Und zusätzlich, und jetzt ist das die Überleitung, ist dieser Artikel 15 MBAG subsidiär zu einer weiteren Pilotversuchsbestimmung, die auch auf uns zukommt, kommt in Artikel 35 des neuen Datenschutzgesetzes. Diese Bestimmung tritt am 1. September 2023 in Kraft. Es ist keine ganz neue Bestimmung. Wir haben heute im geltenden Datenschutzgesetz auch schon die Möglichkeit vorgesehen von Pilotversuchen. Hier ist die Übungsanlage wie folgt. Es kann nicht auf Rechtsgrundlagen verzichtet werden für Pilotversuche in diesem Bereich. Es geht um die automatisierte Datenbearbeitung. Aber man kann von der Normstufe abweichen. Man kann sagen, es reicht aus für eine befristete Zeit, wenn wir eine bundesrätliche Rechtsverordnung haben, um Versuche durchzuführen. Damit will ich Ihnen signalisieren, in all diesen Bereichen, die ich eingangs quasi skizziert habe, gibt es Möglichkeiten unter gewissen Voraussetzungen im Rahmen von Pilotversuchen befristet gewisse Abstriche zu machen. Und jetzt wechseln wir ein wenig das Spielfeld, weil hier habe ich Ihnen nur exemplarisch, ich will gar nicht im Detail darauf eingehen, weil Sie heute Vormittag so schön so viele Beispiele gesehen haben, was heute gemacht wird, getestet wird, prototypisch angeschaut wird. Das sind Dinge wie eben Zuordnung von Korrespondenz oder wir haben heute Morgen gesehen parlamentarische Vorstöße an ein federführendes Departement. Das sind aber auch Prognosetätigkeiten oder Plausibilitätsprüfungen im Bereich der Bundesstatistik,
Klassifizierung von Bildinformationen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die prima vista nicht in diesen Anwendungsbereich fallen, den ich eingangs skizziert habe. Hier geht es nicht um die Bearbeitung von Personendaten. Mit Ausnahme, aber das würde jetzt zu weit führen, bei diesen Plausibilitätsprüfungen, wenn auch Personendaten drinstecken, ja, weil man die Daten für die öffentliche Statistik natürlich von Personen erhebt. Da haben wir aber eine Rechtsgrundlage im bestehenden Bundesstatistikgesetz. Es geht auch nicht um eine Einschränkung von Grundrechten. Die Verfahrensgrundrechte, das rechtliche Gehör sind nicht betroffen. Es geht auch nicht um den Erlass einer Verfügung oder wie wir das im öffentlichen Recht nennen würden. Es geht gar nicht um Verwaltungsverfahren. Wenn Sie jemals von Verwaltungsverfahren hören, denken Sie immer daran, Verwaltungsverfahren ist das Verfahren, das auf den Erlass einer Verfügung abzielt. Nicht alles, was die Bundesverwaltung oder die kantonale Verwaltung tut, ist Verwaltungsverfahren. Man tut auch andere Dinge in der öffentlichen Verwaltung. Gut. Und damit komme ich zur dritten Frage, zum letzten Punkt. Das ist das, wo ich eingangs erklärt habe, da schüttle ich den Kopf und ich will Ihnen jetzt ausführen, warum ich den Kopf schüttle. Beginne da aber zunächst bei der Regelung selbst. Wir werden auf Bundesebene im neuen Datenschutzgesetz eine komplett neue Regelung erhalten. Das ist deswegen wichtig zu betonen, dass diese Regelung komplett neu ist, weil wir keine Praxis dazu haben. Wir haben hier keine Rechtsanwendungsfälle, wir haben keine Gerichtsurteile von Schweizer Gerichten, die dieses Thema oder diese Regelung quasi schon angewendet hätten. Was wir haben, ist eine analoge oder eine Parallelbestimmung in der DSGVO, in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, Artikel 22, die ähnliche Definitionen voraussetzt, aber einen komplett anderen Regulierungsansatz wählt. In der Schweiz sind nämlich automatisierte Einzelentscheide grundsätzlich zulässig. Wenn man diese automatisierten Einzelentscheide einführen möchte, dann sind gewisse Bedingungen zu berücksichtigen, solange es um die Bearbeitung von Personendaten geht. Und diese Bedingungen sind in Artikel 21 des neuen Datenschutzgesetzes verankert. Auf EU-Ebene ist die Herangehensweise gerade umgekehrt. Man verbietet zunächst einmal automatisierte Einzelentscheide und listet dann aber drei Ausnahmen auf, indem man sagt, ja, es ist aber zulässig, wenn das zum Beispiel so vorgesehen ist in einem Gesetz. Das ist also eine andere Herangehensweise und das ist wichtig, weil die europäische Rechtsprechung dazu immer vor diesem Kontext des grundsätzlichen Verbotes ergangen ist. Wir können also nur bedingt Analogieschlüsse ziehen. Was meint nun Artikel 21 überhaupt mit automatisiertem Einzelentscheid? Es geht um Entscheidungen, die ausschließlich auf einer automatisierten Bearbeitung beruhen und die für die betroffene Person mit einer Rechtsfolge verbunden ist oder die die betroffene Person erheblich beeinträchtigen. Anknüpfend an diese Definition, wenn man das alles macht, so einen automatisierten Einzelentscheid, sind dann gewisse Möglichkeiten vorgesehen für die betroffene Person. Sie muss die Möglichkeit erhalten, ihren Standpunkt darzulegen und sie darf verlangen, dass der Entscheid von einer Person überprüft wird. Wenn ein Bundesorgan so einen automatisierten Entscheid erlässt, dann gibt es noch eine Spezialbestimmung, die jetzt ein bisschen abweicht von Absatz 1, in dem einfach vorgegeben wird, ja, wenn ein Bundesorgan das tut, dann muss sie diese Entscheidung kennzeichnen. Also hier bei Absatz 1 geht es darum, dass der Verantwortliche oder die Verantwortliche die betroffene Person informiert. Das wird teilweise kompensiert bei Bundesorganen, in dem die Entscheide aber einfach gekennzeichnet werden müssen. Dann kommt aber noch eine weitere Vorgabe hinzu, Absatz 2, nämlich dass man eine Überprüfung durch eine natürliche Person verlangen darf. Die fällt weg nach den Voraussetzungen von Artikel 30 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Artikel 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes konkretisiert die Anforderungen an das rechtliche Gehör, also die Möglichkeit, selber Stellung zu nehmen oder eine Begründung zu erhalten. Und Absatz 2 regelt ohnehin schon für Verfügungen Ausnahmen von diesem Anspruch auf ein rechtliches Gehör. Wenn zum Beispiel dem Antrag einer Person stattgegeben wird in dem Umfang, wie sie ihn gestellt hat, dann fällt die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs weg. Und genau diese Regelung für den Erlass von Verfügungen nimmt man jetzt in das Datenschutzgesetz für den automatisierten Erlass von Entscheiden. Es ist also nicht mehr und nicht weniger, als wir ohnehin schon in der geltenden Regelung im VEVG haben. Also es regelt nichts Zusätzliches, es hat deklaratorische Natur. Warum? Ja, weil es hier im DSG eigentlich um den automatisierten Erlass von Verfügungen geht. Das lesen wir aus der Begründung des Bundesrates, aus der Botschaft zu dieser Gesetzesbestimmung. Entscheide im Kontext von Bundesorganen sind Verfügungen. Das heißt, ich habe hier letztlich eine Regelung, die sagt, wenn automatisiert verfügt wird, dann muss das entsprechend gekennzeichnet werden. Ich glaube, ich würde es schaffen und viele ÖV-RechtlerInnen würden es schaffen, diese Anforderungen auch aus den allgemeinen Verfahrensgarantien herzuleiten. Das ist etwas, was für mich fast selbstverständlich ist. Wenn vollautomatisiert verfügt wird, muss das entsprechend gekennzeichnet werden. So, jetzt bin ich Ihnen noch die Erläuterung schuldig. Warum? Was ist denn jetzt dieses automatisiert? Das ist eigentlich der Kern der Geschichte. Der Bundesrat sagt in der Botschaft, das ist, wenn zwei Schritte ohne menschliches Zutun erfolgen, nämlich die inhaltliche Bewertung und die darauf gestützte Entscheidung. Also die Sachverhaltsermittlung, Ermittlung der Ausgangslage, aller Fakten, aller Rahmenbedingungen und darauf gestützt dann auch gleich die Entscheidung, wie jetzt zu verfügen ist. Also nichts anderes als eine Vollautomation. Was wir dann diskutieren können, wenn wir Praxisbeispiele haben, ich glaube, so viel können wir uns aus der EU abschauen, dass diese Grenzziehung, kein Involviertsein eines Menschen, die ist ganz schwierig. Klar ist es nur dort, wo wirklich kein Mensch involviert ist. Aber es gibt gewisse Verfahren oder Beispiele im Ausland, wo Menschen involviert waren, wo man aber dann vor dem EuGH gerade aktuell mit der Schufa, die Diskussion hat, ja, wie viel menschliches Involviertsein braucht es? Ja, die Schufa, nur kurz, dieses Scoring-Verfahren ist aktuell gerade hängig beim EuGH. Wir haben die Meinung des oder die Schlussanträge des Generalstaatsanwaltes. Und dort wird diskutiert, ja, dieser Scoring-Wert, der ermittelt wird, der wird ja von der Schufa selber nicht genutzt. Die Schufa fällt gar keine Entscheidungen. Also fällt sie nach ihrer Ansicht auch nicht unter diesen Artikel 22 DSGVO. Aber der Generalstaatsanwalt hat jetzt gesagt, ja nein, es fällt eben schon darunter, auch wenn der Entscheid dann woanders getroffen wird. Allein die Definition dieses Scoring-Wertes, der dann von einer anderen Institution, einer Bank zum Beispiel, gebraucht wird, um zu entscheiden, ob ein Kredit vergeben wird. Und die Bank kann dort einen Menschen einsetzen, ja? Das genügt nicht. Aus Sicht des Generalstaatsanwaltes ist es trotzdem eine Vollautomation. Und ich glaube, solche Abgrenzungsschwierigkeiten werden wir in der Praxis auch antreffen. Unabhängig davon, für den Verwaltungskontext haben wir hier eine Vorgabe, in der klar ist, ja, es geht eigentlich wirklich um Verfahren, wo Menschen nicht mehr entscheiden oder entscheiden können. Was auch geklärt ist in der Botschaft, es geht nicht um diese einfachen Wenn-Dann-Entscheidungen. Heute Morgen kam das Beispiel vom Blitzer. Wir können auch das Beispiel der Verkehrsampel nehmen. Ja, auch das sind letztlich Entscheidungen, wenn Sie so wollen, aber das sind nicht die vollautomatisierten Entscheidungen, die hier gemeint sind. Es muss eine gewisse Komplexität vorhanden sein, eine gewisse Bewertung von Sachverhaltselementen, damit es unter diese Bestimmung fällt. So, und jetzt, ohne die Frage selber zu beantworten, was hat das Ganze mit KI zu tun, möchte ich Sie fragen.
Fällt Ihnen auf Anhieb ein Beispiel ein, wo in der öffentlichen Verwaltung KI eingesetzt wird im Rahmen eines solchen Verfahrens, also wo KI eingesetzt wird zur Sachverhaltsermittlung und dann die Verfügung vollautomatisiert erlassen wird? Wem fällt so ein Beispiel ein? Ja? Wir haben ein Beispiel. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht Jurist, deshalb weiß ich nicht, ob es ein Beispiel ist, aber ich frage mich gerade, ob es ein Beispiel sein könnte, wenn wir die Schülerinnen und Schüler automatisch auf Schulen zuteilen. Der Sachverhalt ist, wo wohnt es, in welchem Quartier, wie viele Straßen hat es dazwischen, wie viele kritische Übergänge und so weiter, wie sind die Schulen zusammengesetzt, wie sind die Noten, ich will auch die Klassen so zusammensetzen, dass sie diese Klassen haben. Jetzt automatisiere ich das komplett. Ich glaube nicht, dass es verfügt wird, in welche Schule ich komme, aber es wird relativ ähnlich sein. Ich frage mich, ob das darunter fallen würde und ob ich eine gesetzliche Grundlage brauche, um das zu automatisieren. Genau, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil ich sehe eigentlich auch, wenn ich darüber nachdenke, letztlich nur Möglichkeiten, wie so eine Vollautomation im Rahmen von Realakten stattfindet. Und letztlich ist die Schulzuteilung noch keine Verfügung. Es ist letztlich die Information darüber, welcher Schule wird mein schulpflichtiges Kind zugeteilt. Können wir diskutieren, man kann dann eine anfechtbare Verfügung erhalten etc. Das ist aber dann schon der zweite Schritt. Ich glaube, in diesem Bereich haben wir höchstens Chancen, auch mit den Kommunikationstools, ja, Chatbots, die eingesetzt werden. Und unter Umständen, ich glaube, du hast das sogar erwähnt, dass man eben nicht nur die Angaben aus den Formularen in der Verwaltung intern prüft, sondern dass man das selber prüfen kann. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir so eine Schlaufe drin haben, die dann letztlich zu einer Vollautomation führen kann. Dann müsste das aber meines Erachtens, wenn wir das wieder auf Artikel 21 DSG stützen wollen, müsste noch der Aspekt hinzukommen, dann wäre es nämlich nicht eine Entscheidung, die mit einer Rechtsfolge verbunden ist. Dann sind wir nicht bei den Verfügungen, sondern dann müsste das eine Entscheidung sein, die betroffene Person erheblich beeinträchtigt. Und diese Erheblichkeitsschwelle, auch da können wir Analogieschlüsse ziehen zum europäischen Recht. Diese Erheblichkeitsschwelle, die ist nicht ganz einfach. Nicht jeder Entscheid ist erheblich. Kann man aber darüber diskutieren. Das wäre dann aber meines Erachtens, und es geht mir jetzt gar nicht darum, hier diese Bestimmung bis ins letzte Detail zu erfassen, es geht mir nur darum, die Frage zu beantworten, was hat diese Bestimmung mit KI zu tun? Und ich glaube eben relativ wenig. Kommt noch hinzu, ich habe es schon erwähnt, wir befinden uns im Datenschutzgesetz, es geht ohnehin nur um die Bearbeitung von Personendaten. Also alles, was in teilautomatisierten Verfahren gemacht wird, was nicht mit Personendaten zu tun hat, fällt ohnehin nicht unter die Bestimmung. Und wenn wir Verfahren finden, die unter diese Bestimmung fallen, was haben wir gewonnen? Aha, man muss es kennzeichnen. Vielen Dank.